So, moin liebe Mettbrötchen-Freunde. Wirklich langes her, dass wir uns auf diesem Kanal gesehen haben. Ich habe eine lange Zeit kein Video gemacht. Hier kam gar nichts. Und jetzt sehen wir uns tatsächlich mal wieder. Der Kanal ist doch noch nicht gestorben, wie wahrscheinlich einige vermutet haben. Hier gibt es mal wieder was. Und heute soll es um dieses wunderschöne Gefährt gehen, was hier vor mir steht. Ein Kixi Kingwing China Roller. China Böller oder wie man die Dinge auch immer nennen will. Jedenfalls so ein richtiger Plasteroller aus China. Auch nicht mehr im besten Zustand. Dieser Roller hat mich 50 Euro gekostet. Was hier alles schon dran war, erzähle ich euch später mal. Ist auf jeden Fall eine ziemliche Schrottmöhre. Gelaufen hat er inzwischen 8751 Kilometer. Davon schon 150 Kilometer bei mir. So viel hat er hier schon geschafft. Und heute wollen wir damit mal ein bisschen fahren und über das Teil mal ein bisschen tratschen für die Leute, die es interessiert, ob sich sowas lohnt, sowas zu kaufen und sowas. Ja, und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lang, sondern versuchen die Kiste mal anzuschmeißen. Betonung auf versuchen. Der springt nicht immer an. Das Ding hat ein kleines Eigenleben. Manchmal springt er nur einmal am Tag an. Manchmal springt er die ganze Zeit an. Mal springt er auch gar nicht an. Das kann, heißt, es kann auch sein, dass ich das Video morgen fortsetzen muss. Ich weiß nicht, was mit der Kiste ist, habe aber auch ehrlich gesagt keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Deshalb lasse ich es einfach so, wie es ist und habe damit meinen Spaß. Ja, wir versuchen jetzt die Kiste anzuschmeißen, dann geht's los. So, was muss man jetzt machen, damit die Kiste anspringt? Erstmal die Zündung anschalten. So, jetzt ist die Zündung an. Benzin an oder sowas in der Art gibt's hier nicht. Einfach nur Zündung an und dann treten. Jetzt sieht man hier schon, die Tankanzeige ist nach oben gegangen. Hier leuchtet es ein bisschen, das heißt, die Zündung ist an. Und jetzt gibt es hier den E-Starter. Den kann ich mal kurz demonstrieren. Ja, da dreht was, aber auf jeden Fall dreht das nicht den Motor. Mit der E-Starter ist nämlich ausgebaut, nur der Motor ist noch drin. Deshalb müssen wir hier unten den kleinen Kickstarter benutzen und gucken mal, was die Möhre heute sagt. So, gucken wir mal. Ha. Ob man es glauben will oder nicht. Der Roller ist jetzt tatsächlich angesprungen, wie ihr seht. Hier stimmt auch irgendwas mit dem Keilriemen nicht. Das Hinterrad, das dreht die ganze Zeit mit. Helm auf, los geht die Fahrt. So, meine lieben Freunde. Wir können jetzt auf Tour gehen. Damit dieser Roller losfährt, muss man immer ein bisschen Anschwung geben. Und dann kann man tatsächlich Gas geben und losfahren. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir es hier rüber schaffen. Okay, das hat er angenommen. Die Fahrt kann losgehen. Wir sind auf den Straßen mit diesem Roller. So, jetzt habe ich mir vorgenommen, währenddessen hier ein bisschen über diesen Roller zu labern. Wir können ja zwischendurch auch nochmal einen Stopp machen, wo ich dir ein bisschen was zeige. Jedenfalls, dieser Roller, was ist mit diesem Roller los? Warum kostet der 50 Euro? Also wie gesagt, dieser Roller ist ein totaler China-Böller. Ist das der chinesische Klassik-Roller, den es gibt. Baujahr 2002 oder sowas ist die Nudel, weiß ich nicht so genau. Und dieser Roller besteht zu 110% aus Plastik. Also hier ist kein Stahl, kein Metall, nichts dran, nur Plastik. Und Aluminium halt, auch für die Schrauben. Und jetzt ist es so, dieser Roller besteht inzwischen aber mehr aus Klebeband als aus Plastik. Das können wir gleich mal hinten sehen. Kann ich jetzt während der Fahrt schlecht zeigen, jedenfalls ist hinten das ganze Heck geklebt. Wenn man einmal dran rucken würde, dann hätte man das Heck in der Hand. Das ist natürlich suboptimal, was auch den Preis von diesem Roller senkt. Deshalb, das ist einer der Gründe, warum der so billig war. Dann, was hatte dieser Roller schon kaputt, seitdem er bei mir ist? Also, dieser Roller hat, ob man es glaubt oder nicht, mal einen Rahmenbruch bei mir erlitten, weil wir da mit drei Leuten drauf gefahren sind, dann ist der Rahmen durchgebrochen. Den Rahmen haben wir wieder geschweißt. Ja, das gibt einem ein sehr sicheres Fahrgefühl, wenn man weiß, dass der Rahmen schon mal gebrochen ist. Dann, was wollte ich jetzt noch sagen? Dann bin ich mal mit diesem Roller unterwegs gewesen und während der Fahrt hat es auf einmal, so nicht so viel Gas wegnehmen, sonst geht er aus, während der Fahrt hat es auf einmal Bock gemacht, hat es auf einmal geknallt. Und der Roller lief noch früher, aber nicht weiter, da ist der Keilriemen gerissen. Der hat sich, also nicht nur gerissen, der hat sich aufgebröselt, der hat sich in seine Einzelteile zerteilt. Ja, dann ist bei dem Roller mal der Gasbauzug gerissen. Wie man hier sehen kann, ist das nicht der originale Gasgriff. Dieser Gasgriff ist von einem Motorfahrrad, von diesen Amazon-Kits, die man sich kaufen kann. Habe ich einen YouTube-Short von gemacht, könnt ihr euch gerne mal angucken. Das ist von so einem Teil. Da habe ich den Gasgriff angebaut, deshalb geht der Gasbauzug, wie man sieht,
Jetzt hier so rechts neben dem Knie lang. Oh, jetzt hier fast 50 Knarren, Alter. Geht richtig ab, die Nudel. Ja, so viel dazu. Funktioniert aber. So, dann, der E-Starter ist kaputt. Die Elektrik, die funktioniert tatsächlich, nur das Vorderlicht nicht. Rücklicht, Bremslicht, Blinker, Hupe, gehen alles. Hupe kann ich gleich mal demonstrieren, wenn wir hier weg sind von dem Auto. Hupe geht, tipptopp. Hier ist noch eine extra Hupe, falls die elektrische mal ausfällt und man die Bremsen kaputt gehen. Dann Bremsen. Die Vorderradbremse, kurze Demonstrierung. Die bringt einen gut zum Stehen. Die Hinterradbremse, mit der kann man schon fast fahren. So, jetzt wieder Anschwung geben zum Anfahren. Perfekt, er ist in Schwung. So, dann, wie ihr seht, muss man jedes Mal Anschwung geben, damit dieser Roller losfährt. Warum das so ist, ich weiß nicht. Hat irgendwas mit dem Keilriemen zu tun. Habe aber ehrlich gesagt, wie so oft bei diesem Teil, keine Lust, mich damit weiter auseinanderzusetzen. Ist ein Problem, das weiß ich, aber was soll's. Ja, dann die Spiegel, die sind mal abgebrochen. Alles wackelt, alles klappert. Auf der rechten Seite ist ein Teil von der Verkleidung abgebrochen. Also quasi fällt dieser Roller auseinander. Der Roller ist trotzdem ganz lustig. Der ist nämlich unzerstörbar, wie man sieht. Der Rahmen ist gebrochen. Man kann mit diesem Roller machen, was man will. Und er läuft immer weiter. Also nicht oft läuft er, aber mindestens einmal am Tag kriegt man die Kiste angeschmissen und dann läuft er auch. Ja. Ist dieses Teil verkehrssicher? Nein, auf gar keinen Fall. Die Hinterradbremse hat quasi keine Wirkung. Das Vorderlicht geht nicht. Und wenn man ein bisschen mehr Gas gibt, dann fängt da hinten im Auspuff irgendwas ganz bitterlich an zu klappern. Jetzt will ich euch nochmal kurz was zeigen, was der Vorbesitzer bei diesem Roller gemacht hat. Das halten wir einmal an. Den Roller, den machen wir natürlich nicht aus, sonst springt er nämlich nicht mehr an. Ja, dazu wechseln wir kurz auf meine zweite Kamera. So, was ich jetzt zeigen will, wenn ihr mir die Vorderradfelge anguckt, das ist keine blau eloxierte Felge, das war eine normale Felge, wo der mit der blauen Lackdose draufgesprüht hat, der Vorbesitzer. Wie man sieht, sind sogar die Reifen angesprüht, also die Mäntel, nicht nur die Felge. Sogar die Bremsscheibe war angesprüht, da wo die Bremse greift, hat sich das aber wieder weggeschliffen. Genauso ist das hinten, wenn das Hinterrad jetzt mal aufhören würde zu drehen, ich zieh mal die Bremse, der Auspuff, der ist komplett blau lackiert. Hier, was weiß ich, alles blau lackiert, die Hinterradfelge, alles blau. Dann sieht man hier nochmal das ganze schöne Klebeband. Ja. Wenn ich einmal dran rucken würde, wäre das quasi alles ab. Ja, Tank funktioniert. Nein. Nein, Freunde, der Roller ist aus. Der scheiß Roller ist ausgegangen. Nein, das kann nicht wahr sein. Bitte geh wieder an, du Scheißteil. Scheiße. Ja, Freunde, diese Rollerfahrt, die musste, glaube ich, mal wieder ein bitteres Ende nehmen. Der Roller ist schon wieder ausgegangen. Ich weiß nicht, wie das immer passiert. Und jetzt springt er schon wieder nicht mehr an. Vorhin ist er ja recht gut angesprungen, jetzt ist hier nichts mehr los. Freunde, ich rufe einen Kumpel von mir an. Also Leute, der Roller ist nicht mehr angesprungen. Ein Kumpel von mir ist jetzt mit dem Mobil gekommen und jetzt schieben wir das mit dem Fuß wieder in Ort rein und dann sehen wir uns wieder zum Fazit von diesem Roller. Scheiße, Alter, wie soll denn das gehen? Das geht doch gar nicht, Junge. So, Freunde, das war's jetzt mit dem Video. Ich bin wieder zu Hause. Ich wurde jetzt nach Hause geschoben, beziehungsweise habe ich geschoben. Wir haben kurz Gefährte getauscht. Ja, mein Fazit zu dem Ganzen, kauft euch auf gar keinen Fall solche Roller. Das ist der letzte Scheiß. Die fahren immer nur 50 Meter. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Ding jemals noch ein Video machen würde. Vielleicht, wie ich ihn in den Schrotthaufen werfe. Aber ja, so viel zu dem Video. China-Schrott ist scheiße. Kauft euch sowas hier. Mit sowas seid ihr zufrieden. Mit sowas nicht. Bis denn. Tschüss.